sind hier in der Tischlerei. Das ist mein Coworking Space, den ich im April eröffnet habe. Wo ist hier? Das ist hier im 10. Bezirk zwischen dem Hauptbahnhof und der Ankerbrotfabrik ungefähr gelegen, in der Gudrunstraße. Wie kommt man auf die Idee, ein Coworking Space zu machen? Ich glaube, das hat zwei Ursachen bei mir. Das eine ist, es gab diesen Ort einfach schon, das gehört meiner Familie, und es war ein Lagerraum und wir haben überlegt, was kann man damit machen. Der andere Punkt war, dass ich zu dem Zeitpunkt in einem Büro gearbeitet habe und mich nicht so sonderlich wohlgefühlt habe dort und mir gedacht habe, ich würde das gerne selber gestalten und gerne mit netten Leuten rund um mich herum arbeiten. Und ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Dingen. Hast du nette Leute gefunden bis jetzt? Es gibt schon ein paar nette. Ich freue mich auch noch über mehr nette Leute hier. Ja, aber bis jetzt funktioniert das ganz gut, dass Leute hierher kommen, mit denen ich mich auch gut verstehe. Wenn man überlegt, ein Coworking-Space zu machen, wie geht man sowas an? Naja, man braucht einen Ort, man braucht ein bisschen eine Idee, was Coworking bedeutet. Das heißt, mein Ansatz war schon auch, mich mal umzuschauen, was gibt es schon an Coworking Spaces, mit Leuten zu reden, die dort arbeiten, die sowas betreiben, sehr viel reden, sehr viele Leute kennenlernen. Wie viele Plätze gibt es? Also Arbeitsplätze gibt es im Moment so 6 bis 8, möglich sind 15. Aber dadurch, dass ein Teil für Veranstaltungen immer wieder genutzt wird, eher halbe, also ein Teil für Veranstaltungen, ein Teil Arbeitsplätze. Dinge, die einen Coworking Space ausmachen. 10! Okay. Eine angenehme Atmosphäre. Dann gibt es natürlich einige Dinge, die Coworker einfach brauchen. Also einen Arbeitsplatz, eine Küche, ein Klo. Die Erreichbarkeit. Also Coworking ist schon etwas, was sehr lokal funktioniert. Das heißt, hier werden nicht unbedingt Leute aus dem 17. Bezirk arbeiten, sondern Leute aus dem 10., 11., 3. Bezirk, 4. Bezirk zum Beispiel. Es muss die Zugänglichkeit gewährleistet sein, also dass die Leute zum Beispiel auch jederzeit rein können. Eine gewisse Bekanntheit ist wichtig und auch die Möglichkeit, dass die Leute, die hier arbeiten, das auch für sich so nutzen können. Als gewisse Plattform kann ich hier Veranstaltungen für meine Kunden machen. Zum Beispiel kann ich über die Facebook-Seite von dieser Seite auch etwas bekannt machen. Ja, eine nette Atmosphäre ist natürlich auch, dass seid eine nette Chefin. So, jetzt fehlt noch eins, oder? Mhm. Ich glaube, wichtig ist auch eine Flexibilität. Also, dass hier die Leute Möglichkeiten haben, viele verschiedene Dinge zu machen. Also, es geht nicht nur ums Arbeiten, sondern auch zum Beispiel eine Ausstellung zu machen, einen Pop-Up-Store, einen Workshop abzuhalten, ein Netzwerktreffen zu veranstalten, was den Leuten auch sonst noch einfällt. Vor einer Woche war eine Strickgruppe hier. Also, es ist vieles möglich und der Raum sollte das auch möglich machen. Du bist doch nicht so lange selbstständig? Mhm. Wie geht's dir trotzdem? Gut, also ich bin froh über die vielen Vorteile, die ich jetzt schon genieße oder auch sehe. Natürlich, es gibt eine gewisse Unsicherheit bei manchen Dingen. Natürlich habe ich noch nicht genug Kunden, dass sich das hier alles trägt. Und ich kann natürlich nicht wissen, ob es auf lange Sicht laufen wird, ob es funktionieren wird, ob es sich rechnen wird. Aber ich bin da recht zuversichtlich.
Platz ist fast durchgehend barrierefrei. Beim Eingang haben wir nur eine Gabelstufe. Genau. Und einen kleinen Raum gibt es, wo man nicht rein kann. Mhm. Wie nennt sich die Studie? Oder wie hast du gesagt, hast du das? Der Meetingraum, der kleine. Der Meetingraum, okay. Mhm. Warum diese schöne, große, ich würde sogar sagen, halbwegs gut verfasste barrierefreie Toilette? Also ein Grundgedanke ist natürlich schon, ich möchte hier einen Raum für alle möglichen Leute schaffen und für alle Möglichkeiten schaffen. Das ist durchaus auch die Idee, eben zum Beispiel Ausstellungen zu machen, dann muss hier auch jeder reinkommen, das ist ein Punkt. Ein Punkt ist auch, wir haben hier sowieso umgebaut. Also wir haben hier irrsinnig viel umbauen müssen, wir haben den Boden rausgerissen, die Fenster neu gemacht, Wände aufgestellt, Wände rausgerissen, also warum dann nicht gleich das mitdenken? Was möglich ist, soll gemacht werden. Also viele Dinge sind ohne großen Aufwand zu machen. Ob ich jetzt das Waschbecken unterfahrbar kaufe oder nicht, zum Beispiel, macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Das kostet nicht einmal mehr. Was ist mit dem Eingang der Stufe? Die Stufe, ist genau. Haussache, gell? Genau, das ist einfach allgemeiner Teil des Hauses. Da muss jetzt der Architekt, der mit mir auch die Pläne hier gemacht hat, das einreichen bei der Hausverwaltung. Das werden wir jetzt auch die nächsten Wochen machen. Das muss einfach. Sonst kann man eine kleine Rampe oder sowas. Genau, sagen. Also die einfachste Methode ist es einfach abzuschleifen. Das ist ein Wesen, oder? Ja, genau. Müssen Sie irgendwo mal einen Raum, der Holz. Ich brauch's nicht viel. Ja, ich weiß nicht, ob es ganz erlaubt ist, weil es dann in diesen quasi Gehweg mit reingeht. Aber ja, aber es ist also nicht und die bestimmt. Barrierefreiheit wirst du nicht herstellen, aber ja. Mobil. Ja. Wenn jemand kommt, dass du was anlegen kannst. Ja, mir wäre es zum Beispiel. Ja. Schön wäre es, wenn es abgeschlossen ist. Genau, kein das Thema. Ist die beste Lösung dafür. Aber die schnellste und praktikabelste Lösung für zwischendurch wäre einfach ein Holzding. Bis dahin kann man es auf alle Fälle Menschen lösen, ja. Mhm, das stimmt schon. Du bist ja Mutter. Ja. Wie lässt sich das jetzt vereinbaren? Also ich muss sagen, es war durchaus ein Mitgrund oder eine Mitmotivation, mich selbstständig zu machen, weil in einem Angestelltenverhältnis man schon mehr eingeschränkt ist. Also ich meine, es kommt natürlich auch auf die Art der Selbstständigkeit an, aber ich kann mir jetzt meine Zeit deutlich besser einteilen und bin nicht davon abhängig, dass irgendwer anderer sagt, okay, ausnahmsweise kannst du früher gehen oder solche Sachen, sondern ich kann mir das ganz gut einteilen. Ich habe viel Unterstützung aus der Familie, das kommt dazu. Also wenn ich jetzt ganz alleinerziehend wäre, müsste ich mir ein Netzwerk halt noch mehr schaffen, aber ich habe zum Glück Großeltern, die einspringen, meine Kinder haben auch einen Vater, der viel einfach mit betreut auch die Kinder und es gibt zum Glück auch sowas wie Ganztagsschulen, das hilft auch. Und auch Freunde und Freundinnen mit Kindern, die auch was mit übernehmen können. Also es geht eigentlich ganz gut und deutlich stressfreier, als ich dachte. Wie ist es jetzt, wenn jemand bei dir einen Platz möchte? Wie kriegt er einen? Was muss man machen? Also im Idealfall ruft sie mich entweder an oder schreibt mir eine E-Mail und wir machen uns dann ein Treffen hier aus, damit sich die betreffende Person einfach mal umschauen kann, ob das passt. Und dann funktioniert es relativ unkompliziert. Man kann einfach mal einen Tag probeweise hier arbeiten, man kann einfach mal eine Woche hier. Bist du dann buchen. Immer hier oder wie läuft das? Also wenn jemand nur tageweise oder wochenweise arbeitet, bin ich dann da, zumindest beim Hereinkommen, weil die Leute dann halt auch keinen Schlüssel haben. Hm. Wenn sich jemand wirklich monatweise einmietet, bekommt dann Schlüssel und kann jederzeit rein, dann muss ich nicht unbedingt da sein. Ich bin erreichbar, wenn irgendwie was nicht funktioniert, die Kaffeemaschine streikt oder so. Bin ich erreichbar. Also dann brennt der Hut, oder? Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Internet fällt aus, oder die Kaffeemaschine. Ist bis jetzt aber noch nicht passiert, also. Puh. Du hast gesagt, es trägt sich jetzt noch nicht. Ja. Was ist dein Plan? Was ist mein Plan? Ich möchte sehen, dass es aufwärts geht. Ich habe jetzt schon ein paar Anfragen und auch ein paar Buchungen. Das heißt, das sage ich, okay, gut, jetzt mache ich weiter. Ich sehe, dass es auch ganz gut angenommen wird. Und wenn dieser Trend so anhält, dann bin ich einfach mal zufrieden und es passt. Ich habe noch ein paar Pläne für eine, sage ich mal, zweite Ausbaustufe. Es gibt hier hinter der Tür versteckt noch einen Raum, mit dem ich noch ein paar Pläne habe. Die sind noch streng geheim. Das ist dann auch barrierefrei zugänglich? Ja,
der ist auch über den Gang, über den du reingekommen bist, gibt es auch einen extra Eingang. Ah, okay. Und es gibt halt auch die Verbindungstür. Da kommt man plötzlich auch gut durch. Kannst du gerne noch anschauen dann. Und ja, also da gibt es auch schon noch ein paar Pläne. Das heißt, das Hauptbahnhofviertel kann ausbauen. Du bist bereit. Ich bin bereit, genau, für alle vielen Leute, die jetzt hierher ziehen oder schon hier wohnen. Ja. Du, dann toi, toi, toi. Danke. Ich werde hier weiterhin kommen. Danke fürs Interview. Ich danke dir, dass du hergekommen bist. Und nicht vergessen, Marbacher liken, gell? Ja, so stimmt, habe ich noch gar nicht, ja? Und die Tischlerei liken. Das sowieso. Gut, danke dir. Ich danke.